Guten Morgen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 3D Land. Ja, machen wir mal weiter. Wir haben wieder eine Mystery Box. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Ah, ich entschuldige mich schon mal, es ist ein bisschen früh, wobei es geht. Es ist gerade 12 Uhr. Oh, verschwinde. Nein! Das ist schlecht. Das ist gut. Glück gehabt. Juhu! Okay, das wollte ich gerade sagen, habe ich vergessen. Es ist noch mittags, ich bin noch nicht so lange wach. Meine Nase läuft ein bisschen. Irgendwie ist es hier so ein Trend neuerdings, dass meine Nase morgens immer erstmal voll am Zerlaufen ist. Aber wir kriegen das hin. Okay, nächstes Level. Ah, ich sehe gerade sogar, die Leben oben rechts werden gespeichert, weil ich habe tatsächlich nicht mein Save State geladen. Ich habe einfach ins Spiel reingestartet. Ganz normal. Und ich muss niesen. Oh, dann ist das Spiel echt einfach. Oh, 8-Bit Mario. Ah, okay, haben wir das. Okay. Oh, okay. Achso, ja. Lässt sich managen. Komm schon, geheime Münze. Sei hier irgendwo. Hallo Luigi. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, so an sich, an und für sich. So komme ich nicht. Oh, okay. Jetzt habe ich unten die Peace Bridges nicht gedrückt, aber ich kann ja nochmal zurückkehren. Ist ja gar kein Problem. Out. Fallschaden gibt's nicht. Bin ich doch etwas verwirrter, als ich es vielleicht sein sollte. Ich kann jetzt dahin fahren, aber ich kann auch wieder nach oben. Erstmal verstehen, was hier passiert. Das dauert so lang. Ja, gut, das war immer nur Bonusbereich hier scheinbar. Nichtsdestotrotz sollte ich vielleicht die ganzen Möglichkeiten hier auch mitnehmen. Wow, das war schlecht. Okay, ich kann wirklich nur einmal so. Mist. Oh, das überlebe ich nicht. Autsch! Okay, I guess. Interessantes Level, möchte ich sagen. Sage ich aber nicht, weil das ist eine Lüge. So, du erstmal verpissen dich. Hört ja gar nicht mehr auf hier. Die Plätze gebrauchen können die Leben, ne? Irgendwann mal. Okay. Ach komm on. Toll. Rote Münzen bleiben mir auch einfach nicht vergönnt, ne? Mann, no, Mann. So, überall umgucken, ne? Nicht, dass ich irgendwie die Starcoins übersehe. Boah, ich entschuldige mich für meine Nase. Ich mach's nicht mit Absicht, ich schwöre. Hm, ja gut, ne? Okay. Das war jetzt fies.
Oh. Emulator, komm bitte klar. Cool, ganz Level von vorne. Uff. Na gut, die kann ich mir jetzt auch nicht auch schenken hier. Hm. Wie komme ich jetzt noch? Na gut. So. Hm, toll. Jetzt kann ich das gar nicht bedienen, oder was? Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht hier. Hä? Ist ja schmutzig, Alter. Hm. Spiel! Gönn doch jetzt irgendwie den... Oder übersehe ich hier irgendwas? Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. Uff. Aber nur weil ich den scheiß Tanuki-Suit jetzt nicht hab, oder was? Boah, ganz ehrlich. Ich starte neu. Here we go. Wurde ja, glaube ich, nicht gespeichert. Achso, jetzt habe ich natürlich den hier nicht. Hä? Doch. Ach scheiße, jetzt gespeichert. Ah, nee, ich hab... Achso, ja, doch, da gibt's Sinn. Aber ich habe den Tanuki-Suit wenigstens noch. Pff, ist ja voll anstrengend. Leben nehmen wir so mit. Die Zeit auch. Ja gut, ne? Das ist alles gerade ein bisschen scheiße. Ich fühle mich unwohl. Okay, da oben war ja nichts, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Nichts Relevantes zumindest. So. Reicht tatsächlich nicht, ne? Man muss diesen Gumba mitnehmen. Das ist ganz schön schwer tatsächlich so für den Anfang vom Spiel. Okay. Das hat gut funktioniert, immerhin. So, wie wär's mit dem Checkpoint? Okay, alle drei Starcoins, sehr schön. Oh, ein Stern. Ich bin auch auf Peach drauf hier. Oh. Oh. Sympathisch hier. Schade. Poff. Ey, hab ich gerade Doppel-Level-Up bekommen? Ach ja, Nintendo und ihre Retro, ihre Nostalgie, drauf vertrauen, Zeug, Dingsbums. Genau das. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Na gut, oh nein, Klappböden.
Darauf erstmal meine Nase komisch hochziehen. Okay. Ach so, ah, jedes Mal, wenn ich springe. Okay, klar. Man kennt's. Ja, gut, ne? Wozu die Mühe? Bei Galaxy war es ja erst durch Schütteln. Wurde das geändert? Das heißt, hier ist nochmal ein extra Hard Mode, okay. Alter, der Leck hat mich gerade fast gekillt. Leck mich doch fett. Meine Fresse. Nehme ich gerne mit als Backup. Danke. Starcoin. Ewiger Nachschub oder was? Aha. Ist hier das Problem. Oh. Oh Gott. Alles gut. Nur ein bisschen Angst. Das ist doch scheiße jetzt. Oh. Was soll das? Kann doch nicht sein. Buff. Buff. Lalalalala. So, komm mal her. Komm her, hab ich gesagt. So. So und so und so. Entspannt. Das finde ich jetzt allerdings nicht so entspannt, muss ich sagen. Ja, lieber so, ne? Dankeschön. 3D, Leute! Oh mein Gott, ich spiele ein 3D-Spiel. Ja, ist auch gar nicht jetzt perspektivisch ein bisschen Arschloch hier. Oh, das ist so räudig. Das ist so räudig. How am I supposed to play this game if I have not 3D-Funktion? Ich meine, es gibt auch ein 2DS. Natürlich ist es jetzt weg. Natürlich. Können wir nur hoffen, dass da keine Starcoin war. Ah, okay. Ich verstehe. Oh Gott. Natürlich war da oben das Starcoin. Oh, ich kann nicht mehr. Nö. Wisst ihr was? Nö. Wird schon schwieriger. Weil die Schwierigkeit eher, naja. Ich nicht so viel für kann, weil ich ja dann nicht in 3D spielen kann. Und es auch im Endeffekt gar nicht will. Warum ich da jetzt direkt gesprungen bin, weiß auch kein Mensch. Ja, da bin ich selber dran schuld. Den Tod habe ich verdient. Was mach ich denn hier, ey? La. Double Kill jetzt hier. Zack, zack. La. Oh lol, ja okay. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Moment.
Dafür brauche ich den guten hier. Oh, nein, er war da oben drauf. Die Perspektive ist echt eine Bitch. Hui! Vielleicht werde ich einfach mein Save State setzen, weil das ist ja wirklich einfach ein bisschen Try and Error jetzt für mich. Als das Spiel rauskam, hat man wahrscheinlich auch noch nicht drüber nachgedacht, einen 2D jetzt rauszubringen, wo das ja auch nicht funktionieren würde. Ah, ist bestimmt da unter, ne? Nein. Egal. Okay, gut. Gut, 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 gut. La 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 la. Ich meine, ist der Soundtrack gut. Aber das ist bei Nintendo immer. Fast immer. Ne, eigentlich immer. La 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 la. La 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 la. Hui! Okay. So. Nicht darauf reinfallen. Den können wir nämlich gar nicht kaputt machen. Apropos nicht darauf reinfallen! Ich bin so dumm. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh Gott. Okay. Ich bin so dumm. Wow. Oh Gott, war das dämlich gerade. Ja, man darf sich nicht davon verarschen lassen, ne? Das ist schon krass. Boah, war das dumm. Boah, war das dumm. Alter. Ich habe viele dumme Dinge getan in meinem Leben. Aber das... war wahrscheinlich nicht mal das Dümmste, aber mein Gott. Trotzdem haben wir unnötig. Einmal durchrennen. So. Gut, hier weiß ich jetzt wenigstens den Weg. Wir werden aber zurückgeschickt dann. Ich dachte, ich muss runterfallen. Das ist ja frech. So. Kannst auch schön, wie ich wirklich gerade davon geredet habe, nicht hier sich fahrt. Wow, okay, ich bin ganz komisch abgerutscht da an der Kante direkt. Nicht verarschen lassen, dann habe ich mich erstmal direkt in der nächsten Sekunde verarschen lassen. Oh. Mein Gott, zieh dich doch hoch an der Kiste, du Affe, Alter. Oh, was ist das denn, Alter? Oh. Oh, ich bin dumm. Hä? Oh, lol. Hä? Gab's ihn schon die ganze Zeit? Was macht der? Ich kann mit dem viel länger fliegen. Alles klar. Ich kann mir das Leben viel einfacher machen. Warum tue ich das nicht? Weil ich es nicht wusste. Nicht gesehen habe. Oh. Oder er ist jetzt so als Mitleiter gerade erschienen. Ich weiß es nicht. Ja, huhuhu. Mitleid, Tanuki. Tanuki. Aha, guck mal. Ja, ach, ich lasse das mal da, weil ich finde den Tanuki schon ganz nett als Backup. Okay, ganz gechillt. Wir haben genug Zeit. Vor allem jetzt mit den weiteren 100 Sekunden, die ich gesammelt habe. Müssen uns hier gar nicht stressen lassen. Kein Stress. Spring doch hoch! Hä? Was ist denn da los? Warum hä? Alter, ich krieg's nicht gebacken, Mann. Kann doch nicht sein. Wow, 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 wow.
Ich raff's nicht so ganz, bin ich ganz ehrlich. Was jetzt eigentlich das fucking Problem da ist an der Stelle. Wow, 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 wow. Okay. Da einfach durchrennen, haben wir gelernt. Das funktioniert. Wow! Oh, Gott. Jetzt soll mein erstes 3DS spielen, ne? Hab ich schon gesagt. Also mein erstes 3DS Let's Play, meine ich. Gab's da schon eine Stunde Ins zu Mario Kart 7 und zu Smash 4 3DS. Immer noch der beste Titel, der je existierte. Da ganz weit oben ist eine Kiste. Also eine Fragezeichen, Fragezeichenblock. Meine Nase juckt mal wieder. So, warum ist das jetzt hier so? Warum? Hä? Ich krieg's nicht mehr geschissen, darauf zu springen. Ich werde da gleich ein Safe State setzen. Ich werde da gleich ein fucking Safe State setzen. Ganz ehrlich, was ist das denn? Ich krieg es nicht mehr geschissen, auf den fucking Block zu springen. Das ist doch nicht so schwer. Ja, okay, hier geht's nicht. Pff. Ich raff hier gar nichts mehr, Mann. Es ist halt nicht so schwer. Das Level jetzt so ganz insgesamt, würde ich sagen. Ich will mich jetzt hier nicht beschweren, aber ich krieg es einfach nicht mehr gebacken, darauf zu springen. Und ich weiß nicht, warum. Ah, schon mal ein Mitleids-Tanuki hier. Also ich weiß nicht, vielleicht war der die ganze Zeit da. Um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht. Wenn das Spiel irgendwie auch keine Checkpoints mehr hat, gefühlt, finde ich halt auch ein bisschen stressig, muss ich sagen. So, was ist das hier für ein Scheiß? Was ist hier los? Wo ist denn Safe State da? Keiner gesehen? Auch wenn es irgendwie gar keine Meldung kam. So. Geht doch! Was ist denn so fucking schwer daran? So. Alle 3 Starcoins. Oh nein. Ich weiß genau, was das bedeutet. Sehr schön. Meine Fresse. Das hat unnötig lang gedauert. Ich mag es immer, wenn der Emulator so kurz laggt und dann versucht das danach aufzuholen. Das ist ja gut schneller. Okay. Boah, das war wirklich dieser eine verkackte Drecksprung da, den ich einfach nicht geschissen gekriegt habe. Ah, egal, jetzt haben wir's. Leute, ich sag mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Beim nächsten Mal gibt es dann den Boss der zweiten Welt. Cool. Also, ne? Bis dahin. Ciao.